So, das war die Pressekonferenz, meine Damen und Herren. Was haben wir daraus gelernt? Das möchte ich besprechen mit Christoph Specht, dem Medizinjournalisten und Arzt. Ich grüße Sie ganz herzlich. Was war neu? Was ist für Sie jetzt als Erkenntnis hängen geblieben? Also man hat natürlich bei den vielen Zahlen, vielen Ergebnissen beim einen oder anderen Ergebnis vielleicht gedacht, okay, habe ich auch schon mir so vorgestellt, dass das so war. Aber man muss doch diese Bedeutung dieser Studie tatsächlich würdigen. Denn wir haben hier eigentlich zum ersten Mal einen richtigen Hinweis auf die Prävalenz. Kurze Erinnerung, wir hören ja jeden Tag die Zahl der Inzidenzen, die da genannt werden. In Wirklichkeit sind es ja nur Melderaten, die wir haben, also positive PCR-Tests. Und hier hat man in dieser Studie aufgebaut auf einem Datensatz von 10.000 Probanden, von 10.000 Teilnehmern, die hier dabei sind, die schon 2007 mit dabei waren. Das ist der große Vorteil. Man musste also hier nicht eine Studie sozusagen aus dem Nichts schaffen, sondern hatte den Stamm dieser Menschen schon, die bereit waren, die Daten eben auch abzugeben. Und da hat sich eben doch gezeigt, wie hoch denn eigentlich die Inzidenz ist, also die Zahl der Neuerkrankungen oder der Neuinfektionen, genauer gesagt, an dieser Erkrankung. Und die Zahl, wenn ich das mal herausgreifen darf, was mich am meisten beeindruckt hat, die jetzt gerade vorgestellt wurde, war, auf alle 10 erkannten Infektionen, von denen wir wissen, müssen wir noch mal 8 dazu rechnen. Das ist nämlich die Dunkelziffer. Also dann kommen wir auf ungefähr eine Verdopplung. Das wurde ja immer schon vermutet. Wenn wir nun mal so nach Indien schauen, da geht man ja von 5 bis 10 Mal so viel, wie die Inzidenz dort angegeben wird, aus. 10.250 Probanden, also Personen, die untersucht wurden. Ist das genug für eine wissenschaftliche Studie oder ist das schon weit über das normale Maß hinaus? Beides, würde ich sagen, ist da richtig. Es ist mehr, als man das sonst in Studien sieht. Die Statistiker können genauer sagen, wenn man solche Inzidenzen tatsächlich hochrechnen möchte auf die Bevölkerung, wie viele Menschen müssen es wirklich sein. Aber das große, wirklich das, der Vorteil dieser Studie ist, dass sie eben schon so lange läuft, dass man also Erfahrung hat, wenn Sie so eine Studie neu aufstellen wollen und dann erstmal die entsprechenden Leute, die Teilnehmer suchen müssen, dann ist das natürlich viel, viel aufwendiger. Das ist tatsächlich das Pfund, mit dem hier diese Gutenberg-Gesundheitsstudie wuchern kann. Also die 10.000, die scheinen mir schon eine gute Größenordnung zu sein, um wirklich verlässliche Zahlen zu sehen. Übrigens auch die Zahl, dass wir gerade bei älteren Männern, wenn ich es mal zusammenfassen darf, also männliches Geschlecht und älter, die meisten unerkannten Infektionen haben. Ja, woran liegt das? Gute Frage. Es ist natürlich Praktiker. Ja, man kann natürlich hier erwarten oder mal vermuten, dass Gesundheit so generell ein Frauenthema ist. Frauen lassen sich auch mehr testen, auch das weiß man. Frauen nehmen alles ein bisschen genauer, was mit dem Thema Gesundheit zusammenhängt. Also alleine das dürfte schon dafür sprechen. Die Jüngeren lassen sich auch häufiger testen, haben wir jetzt auch noch mal erfahren, als die Älteren. Auch das kann man sich gut vorstellen. Einmal auch wegen der Gelegenheit. Die Jüngeren werden dann am Arbeitsplatz getestet. Die gehen auch leichter mal ins Testzentrum. Da müssen die Älteren eben erst hin. Also das könnte schon erklären. Wichtig ist nur, denke ich, dass man diese Zahlen auch für die Maßnahmen mit berücksichtigt. Denn das ist der Grund. Ja, da würden jetzt Ihre Mutter beispielsweise, meine Mutter sagen, ja und, was sagen mir jetzt die Zahlen? Was heißt das denn in der Übersetzung ins Leben, in die Politik auch? Ja, genau. Was bedeutet das für die nächsten Maßnahmen? Und wir hatten ja eben gerade auch erfahren, was haben die Präventionsmaßnahmen gebracht? Wobei hier bin ich ein bisschen vorsichtig, ob man das wirklich so einfach interpretieren kann, wie es gerade vorgestellt wurde. Wir erinnern uns, man hatte gefragt, halten Sie Abstand voneinander? Und diejenigen, die mehr Abstand voneinander hielten, die waren auch tendenziell weniger infiziert. Da kann man natürlich jetzt nicht direkt darauf schließen, dass tatsächlich der Abstand hier diese Funktion gebracht hat, diese verringerten Infektionen, sondern es könnten ja auch einfach die sowieso vorsichtigeren gewesen sein und dann würden andere Maßnahmen eine Rolle spielen. Aber genau dafür ist es eben wichtig, jetzt diese Studiendaten genau anzugucken, um jetzt im kommenden Herbst, wo die Zahlen eindeutig wieder steigen werden, und zwar alle, also nicht nur die positiven Testzahlen, sondern auch die der Erkrankten und auch der Toten, genau herauszufinden, welche Maßnahmen wollen wir einführen, was bringt etwas. Dazu hat die Studie, glaube ich, schon einen gewissen Teil dazu beitragen können. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön für die Einschätzung, Christoph Specht.